Yahoo! Und willkommen zurück zu Super Mario 64. Ich habe im letzten Part ganz vergessen, mich fürs Zuschauen zu bedanken. Das wollte ich ja jetzt immer machen, ne? Deswegen an dieser Stelle, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen der letzten Folge. Ja, voll cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und naja, war vielleicht nicht so nötig, weil die letzte Folge irgendwie ein bisschen blöd war, weil ich erstmal zu unfähig war und dann der Aal zu unfähig war, mal aus seinem Versteck zu kommen. Aber wir haben es jetzt zum Glück noch geschafft. Und ich muss wieder auf die Uhr gucken. Ist ja immer so wegen, ja, ne? Externe Festplatte. Ich habe keine Uhr mehr, auf die ich gucken kann, deswegen muss ich mich mal umdrehen und meine Analoguhr gucken, wenn man es so nennen kann. Aber egal, wir machen jetzt weiter mit Piratenbucht Panik, in dem eine wunderschöne Musik läuft. Zack, zack, machen da wieder einen Körper rein. Weil wegen muss so. Ne? Versteht er? Locke den Aal Kant. Kano. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Heißt es Kant oder Kano? Ich hab schon verschiedene Displays gesehen. Einer sagt Kano, der andere sagt Kant. Sieht eigentlich eher aus wie Kano, finde ich. Aber macht nichts. Ah, das Level war auch kacke. Das war auch doof, weil wenn man, eigentlich ist es total einfach. Wenn man aber ein bisschen blöd schwimmt, kann man sterben. Kann man sehr leicht sterben. Aber wir können jetzt auch schon auf das Schiff. Das ist nämlich jetzt dadurch, dass wir uns die Sterne geholt haben. Das Wasser ist ja abgesunken. Dementsprechend muss das Schiff ja irgendwie höher gekommen sein. Und das ist jetzt hier oben. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt von hier, ob da gleich ein Stern drauf ist. Ich glaube nicht. Aber was soll's. Wie gesagt, können uns aber noch ein paar andere Sterne. Und ich weiß echt nicht mehr, wo die Sterne hier sind, wenn ich ehrlich bin. Zwei haben wir schon. Der dritte ist mit dem Aal. Da gibt es auch rote Münzen. Dann fehlen ja nur noch zwei. Und die weiß ich gerade überhaupt nicht, wo die sind. Aber wir werden das schon herausfinden. Lass mal... Mario, willst du bitte... Danke. Herauszufinden, wo die Sterne sind, ist nun nicht so schwer, weil, naja, wir müssen einfach die der vorherigen Sterne machen, dann kriegen wir einen Hinweis dazu. Hier ist das Loch. Boah, was war das denn? War nicht einfach oben drauf einer? Das hatte ich so in Erinnerung. Na gut, dann eben nicht. Dann war da vielleicht einer. Da kommen wir aber so nicht hin. Na gut, dann locken wir mal Kano, Kant, wie noch immer, hinaus. Heraus. Stimmt, im Stuhl war noch einer. Den können wir uns aber noch nicht holen. So, da ist er nämlich. Der kommt jetzt da raus. Geschwommen, ich glaube. Ja, genau. Wir müssen jetzt... Genau, der kommt jetzt da raus. Wir müssen gleich an seinen Schwanz. So nämlich. Nein, ah, shit, seht ihr? Man muss das richtig schaffen. Dann ist er recht... Ja, guckt. Und das ist eben das Fiese, wenn man das nicht gleich schafft, dann, ja. Jetzt kann ich, glaube ich, nur noch sterben, das schaffe ich nicht mehr. Wie fies, alter Mann. Alter Mann, das sah ich ziemlich oft. Ich sag ja, ist nicht leicht. Ist halt sehr glücksabhängig. Wenn man es gleich schafft, dann ist kein Problem. Ich habe nur noch 17 Leben. Das gefällt mir nicht. Bin auch sehr gespannt, ob wir den Game-Over-Screen sehen werden. Naja, werden wir hinterkommen, ne? So. Nochmal. Meinetwegen. Schade, man kann nicht die Wand da benutzen. Ich glaube, ich komme da hoch, genau. Eine kleine Abkürzung. Ja, ich laufe hier rüber, weil ich nicht gerne im Wasser bin. Deswegen machen wir es mal so. Wow, das war elegant. Warte, ich will den Körper machen. Uhui, zack. Kano, Kant. Wherever. wherever. Whoever meint natürlich. Da hab ich's verwechselt. Tut mir doch ganz doll leid. Ui! Alter! Voll geportet, habt ihr es gesehen? Richtig bescheuert. Ja gut, dann schreibe ich glaube ich wieder nicht. Ja, super. Selbst wenn ich den jetzt kriege, ertrinke ich. Vorher. Wie fies. Seht ihr, wie asozial ich diesen Stern finde? Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn wirklich nicht. Schauen wir noch vorher. Oh, wie fies. Ganz knapp. Mann! Ich sag ja, der Stern ist echt asozial. Der ist echt doof.
Doch, ich mache erstmal einen anderen. Es ist so glücksabhängig. Also was heißt glücksabhängig? Man muss da einfach richtig ran. Das ist einfach voll scheiße. Na gut, was machen wir denn jetzt? Einen Stern können wir uns noch nicht holen. Ja, rote Münzen, ne? Interessant. Ach, Mario. Dass auf so einem Ding balancieren kann, das ist echt... Finde ich nicht schlecht. Na gut. So, Buddy. Wenn du es bist. So. Ich mach Kanonen bereit. Ist ja gut. Kannst ja gerne machen. Ne, 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 ne. So, okay, Mann. Wie oft sage ich jetzt eigentlich Mann? Das ist einfach so eine dumme Floskel, die will ich gar nicht sagen. Es tut mir doch so leid. So. Wir müssen uns jetzt da ranballern. Ich gehe eigentlich davon aus, dass ich das nicht schaffe, weil ich einfach zu unfähig bin, da richtig ranzufliegen. Wenn zu weit unten... Wenn man zu weit unten ist, dann... Ne? Scheiße. Habe ich gut getroffen. Können wir mal getrost so schießen? Oh, das war schon. Seht ihr? Oh, ich mag diese Welt nicht. Ich mag sie wirklich nicht. Ah. Wessen Idee war diese Scheißwelt? So viele Wasserwelten gibt es eigentlich gar nicht. Die anderen sind deutlich angenehmer, glaube ich. Habe ich jetzt gerade so in Erinnerung. Wahrscheinlich irre ich mich. Okay. Heißt, wir können ruhig getrost noch höher ballern. Nehme ich einfach mal so. Das war auch noch zu hoch. Ich fange an zu weinen. Alter! Wie fett ist das Ding denn? Das ist wieder diese leichte Trotzphase jetzt, ne? Nee, die Welt mag... Nein, ich mag sie nicht. Wirklich nicht. Ich hatte sie nicht so doof in Erinnerung. So, und ich schieße einfach so. Natürlich. So, okay. Ich weiß nicht, ob da jetzt direkt ein Stern drin ist. Ich glaube aber nicht. Sind hier gar keine Münzen drauf? Hatte ich aber... Aua. So in Erinnerung. Doch, tatsächlich. Hier ist ein Stern drin. Na Mensch. Wusste ich schon gar nicht mehr. Und was war's? Fliege zu den Steinsäulen. Nach 20 Versuchen. Yay! Es fehlt noch Kant oder Kano, Münzen und Strudel. Und weil Kano so scheiße ist, hole ich mir jetzt erstmal die Münzen. Ah, ich mag den Stern nicht. Ich mag ihn wirklich nicht. Wegen andere, die gehen da immer so ran. Das habe ich gesehen. Die haben es immer so... Ich bin da gerade rübergelaufen. Locker flackig beim ersten Mal. Ja, das ist total einfach. Aber ich fehle da echt immer wieder. Weil ich das nicht abschätzen kann. Kann ich eigentlich wie in Mario Galaxy? Warte mal. Nee, Mario Galaxy 2 kann man auf den Typen so raufspringen. Das war voll lustig. Na gut. Daneben. Wow. Nicht. So, haben... Ach nee, da war ja noch eine rote Münze. Habe ich ganz vergessen. Eigentlich wäre es schlau, das schon mal mit Münzen in die Verbindung... Verbindung zu bringen. Ach, ich hole jetzt Kant. Kano, komm. Das muss klappen. In der Welt wäre das aber echt doof mit den Münzen. Das weiß ich noch genau. Mann, nein. Nö, ich mag diesen blöden Stern nicht. Das muss jetzt einfach klappen. Komm schon, Kano. Und bitte porte mich nicht einfach wieder an ihn ran, okay? Spiel, das wäre sehr schön. Wow, alter Schwede, der kommt aber auch nah. Wie gesagt, ich kann das echt überhaupt nicht abschätzen.
In was für einem Winkel ich da dran muss. Ne, guck schon wieder nicht. Komm schon. Oh, das gibt's nicht. Nee, ich krieg diesen Kack-Kirschstern nicht. Ich kann's nicht. Komm schon. Oh, okay. Gerade eingesammelt wieder. Blibling, blibling. Komm. Ich schaff das jetzt. Oh, nee, ey. Ich hasse die... Ach, der geht wieder rein. Witzbold. Oh. Mann, porte mich da doch nicht hin. Ah. Ach, guck mal, jetzt bin ich hier unten. Ist das ein Vorteil? Habe ich damit einen Heimvorteil? Ich habe einen Heimvorteil. Oh, jetzt darf ich aber nicht sterben hier, ne? Wir wissen ja alle, Mario hat so eine leicht kack Schwimmsteuerung. Oh, welchen Glück. Oh. Schlimmer Stern, ey. Das sah ich bisher echt bei allen, glaube ich. Aber was für Anweisungen sind. Levelname. Locke den Alcano heraus. Hinaus. Whatever. Konnte ich gar nicht lesen. Interessante Beschreibung. Na gut. Okay. Finde die 8 roten Münzen. Plus 100 Münzenstern. Dann machen wir das doch gerne. Nein, gerne nicht. Aber wir machen es. Das gehört natürlich dazu. Was mache ich hier? So. Okay. Zack. Heppa. Rote Münze, komm her. So, wo sind jetzt die ganzen Münzen? Ich weiß es nicht. Eine haben wir schon mal. Zwei sind auf dem Schiff. Unten sind, glaube ich, auch noch ein paar. In den Muscheln. Ich erinnere mich, in den Muscheln sind noch welche. Total bescheuert. Also brauchen wir auch die Münzen. Waren da welche? Das habe ich nicht geguckt. Ich Schlaumeier, aber ich glaube nicht. So. Zack, zack, zack. Das ist eigentlich fair bemessen, die Zeit. Sofern ich nicht runterfalle. Was gerade sauknapp war. Och, ja. Sprich darüber. Ist richtig. Na gut, macht nichts. Jetzt haben wir die Münzen da drauf schon mal. Das ist schon mal das Wichtigste. Wichtigste. Mario, mach doch einfach den Rückwärtssalto. Das klappt sonst nicht. So. Aua. Oh, ich... Nee, komm. Hey. Rückwärtssalto. Das war interessant. Mario bricht einfach den Rückwärtssalto ab. Habe ich auch noch nicht erlebt. So. War doch nicht so schwer. Drei. Wo habe ich denn schon einen gekriegt? Also einen habe ich auf dieser Säule da. Wo waren der andere? Ich weiß es schon nicht mehr. Was ist denn bloß los? Na gut. Es könnte gut sein, dass wirklich die anderen alle in den Muscheln drin sind. Na gut, wir müssen ja eh die ganzen Münzen sammeln. Das heißt, wir werden nicht darum kommen, die ganzen Muscheln in Anspruch zu nehmen. Das war schon mal Nummer 5. Oh, ein Panzer. Kommst du her? Ah, dumme Steuerung. Man merkt doch, also die Steuerung funktioniert auch heute noch, ja. Aber man merkt an einigen Stellen doch, dass zum Beispiel die Galaxy-Teile da ein bisschen angenehmer sind, um es mal so zu sagen. Wir haben schon 6 Stück. Ich bin echt erstaunt. Ist echt ganz schön krass. So, die letzten beiden werden wahrscheinlich irgendwo unten sein. Eine sehen wir schon. Von hier. Kano, wehe, du mobbst mich hier nochmal, ne? Dann krisch aber aufs Maul hier. So. Rote Münze. Please. Komm am besten gleich her. So ist gut. Ich hoffe mal, hier sind noch irgendwo Münzen. Hier ist dieser Münzring. Ich erinnere mich.
Also ich weiß auch noch, dass da in dieser Höhle noch blaue Münzen waren. So ein blauer Münzenschalter-Gedöns-Ding. Dürfte aber, glaube ich, noch nicht reichen. Mal gucken, wo wir die anderen noch herkriegen. Obwohl, da war ja an dieser einen Säule war ja noch so ein Ring, so ein Münzring, ne? Die habe ich gar nicht geholt. Naja, gut. Erstmal die Gesellen hier. Das war interessant. Mann. Zack. Dich ruppen wir mal so um. Können wir auch einmal den hier machen. Den hier. Eieiei. Okay, sonst noch irgendwo Münzen? Nö. Ah, doch. Bling, 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 bling. Wo ist überhaupt die letzte rote Münze? Die habe ich irgendwie gar nicht gesehen. So, wo spawnen die? Ich glaube... Wow. Ich glaube ziemlich genau hier. Ja. Eieiei. Hey, nur noch 6 Stück. Beziehungsweise 4, wenn wir die letzte rote Münze finden. Wo immer die sein mag. Hm. Da haben wir wieder die Uhr in Anspruch genommen. Wir haben noch 5 Minuten ungefähr. Da möchte ich das hier auch natürlich schaffen. Hat er immer noch den Stern hinten dran eigentlich? Nö. Das wird so ein Stern, den man nicht wiederholen kann, glaube ich, oder? Ach, ich bin mir nicht sicher. So. Mit Münzenstern können wir uns jetzt schon mal getrost holen. Hier ist nämlich noch ein Münzring drum, glaube ich. Ja, genau. Das heißt, das haben wir schon mal... Aber wo ist die letzte rote Münze? Frage ich mich. Ich hoffe nur, ich komme da jetzt gerade ran. Aus dem Wasser. Aber doch, müsste eigentlich gehen. Genau. So, besondere Kraft. Tolle Kraft. Wo ist die letzte rote Münze? Verdammt. Ah, hier. Habe ich den da schon geguckt? Jawohl. Das war cool. Ach, da spawnt der rote Münzenstern. Okay. Alles klar. Dann gehen wir da jetzt hin. Wir haben sogar noch ein bisschen Zeit. Vielleicht kann ich noch diesen einen Bonusstern da machen. Ich weiß aber echt nicht mehr, was das war, wenn ich ehrlich bin. Wow. Was war das? Das war cool. Wow. 22 Sterne schon. Das geht fix. Herrlich. Sind hier gerade mal ein Part 6, glaube ich. Fast ein Schnitt von 4 Sternen pro Part. Pro Part. Phosphat. Hm. Gut, dann gehen wir da. Ja doch, schaffen wir noch, glaube ich. Ich weiß echt nicht mehr, was hier drin war. Was für ein Stern. Ich hoffe nicht so ein blöder. Und Mario, geh da einfach hoch, okay? Ich möchte ja auch nichts Böses. Dann eben so. Was war's? Ah! Stimmt ja genau. Ich erinnere mich. Total einfach, einfach nur die Münzen hier sammeln. Auch hier mit dieser schönen Musik. Ach ja. Ups. Ich bin auf B gekommen. Das wollte ich doch gar nicht. Und die Fliege sitzt immer noch auf meinem Bildschirm, ne? Die aus dem letzten Part. Ja, und das, obwohl ich eine Woche später aufnehme. Nein, natürlich nicht. Die kommt direkt hier hinter. Warum sage ich sowas? Das interessiert doch eh niemanden. Hauptsache, die Folgen kommen. Täglich. Was ich auch vorhab. Ist witzig, wie Mario schwimmt. So, 5. Die anderen dürfen sich alle in der Luft befinden. Und ich habe auch schon alle 3 gesehen. Also kann man sich auch nicht beschweren. Ich glaube, in irgendeiner Bonuswelt gab es sogar noch einen Stern für 100 Münzen irgendwo. In irgendeiner Bonuswelt. Glaube ich. Aber ich weiß es nicht mehr. Weil ich bin mir nicht mehr sicher. So. Das ist besser. So. Und der Stern gehört auch uns. Ja, ja. Bestimmt hört ihr, dass ich die ganze Zeit A hämmere, um schneller zu schwimmen. Komm her, Mann. Ah. So.
Dann hätten wir die Welt auch schon abgeschlossen, so gut wie. Wie gesagt, ein Stern fehlt, das können wir auch noch nicht holen. Dafür brauchen wir auch noch ein anderes Item. Es gibt ziemlich genau 3 Items in dem Spiel, die wir jetzt irgendwie schon 2 von denen brauchten. Beziehungsweise, wir könnten beim nächsten Part diesen Flugkappen-Dings versuchen. Muss nämlich noch gemacht werden. Oh, da hab ich überhaupt keine Lust zu. Weil der Stern so kacke ist, weil man da echt richtig fliegen muss und so. Tatsächlich, es kommt wieder das Leben. Ich fange an zu lachen, ey. Ui. Gut, Freunde, das war's für diesen Part. Ja, ziemlich genau sogar. In der nächsten Folge kommt endlich diese Schneewelt, die wir schon kurz reingeblickt haben. Ist aber noch nicht vermerkt, okay. Hier, ein Stern fehlt. Ich weiß gar nicht mehr, wo es das dazugehörige Item gab. Ich glaube, das finden wir tatsächlich erst ganz spät. Weil sie da geht, aber es... Ne? Ganz so früh dann vielleicht doch noch nicht. Gut, Freunde. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Diesmal vergesse ich es nicht. Wir sehen uns im nächsten Part. Super Mario 64 wieder. Mit der nächsten Welt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.